Dass heute keine kurdische Viertelstunde gibt, habe ich mich erbarmt und rede über etwas, was ich in letzter Zeit mal gemacht habe. Und zwar geht es um Arch Linux-Pakete. Wer von euch benutzt hier Arch Linux oder ein Arch Linux-basiertes System? Okay, ein verschwindend kleiner Teil tatsächlich. Genau. Für die anderen, die haben bestimmt auch schon mal von Arch Linux gehört, das ist so ein bisschen mehr Do-it-yourself-Distribution, wo man sehr viel Kontrolle darüber hat, aber halt auch viel kaputt machen kann, aber auch nur das Minimalste installiert. Und da gibt es unter anderem die offiziellen Paketquellen, aber es gibt auch die Arch-User-Repositories, also Pakete, die nicht von den Arch-Linux-Maintainern gepflegt werden, sondern von der Community. Und häufig genug ist irgendeine Software, die man haben möchte, im AOR paketiert. Beispiele dafür sind zum Beispiel IntelliJ-Editoren oder andere Entwicklungsumgebungen, die nicht so eine breite Nutzerbasis haben. Oder auch Tools, die noch nicht in den offiziellen Paketen sind oder später kommen. Oder eigene Sachen, die man paketiert haben möchte. Und die Idee ist quasi eigentlich bei diesem Arch Linux User Repository, man holt sich so ein Package Build und baut das Ganze. Ich kann das auch mal zeigen. Also wenn man jetzt irgendwo hier im AOR ist, aor.archlinux.org, dann gibt es hier diese Package-Liste, da kann man mal gucken. Und ich habe zum Beispiel ein Paket geschrieben, das ist für ein kleines Tool, mit dem ich sozusagen Dinge managen kann. Ah, jetzt sind wir auf den offiziellen Paketen. Ja, Moment, ich muss hier. So, hier, genau. Also, zum Beispiel Dracode IFI Manager, das ist jetzt ein Paket, das habe ich geschrieben. Das habe ich sozusagen veröffentlicht, das heißt, das können andere Leute auch nutzen. Wie das funktioniert ist, man nimmt sich sozusagen hier, man kriegt hier eine Git-URL und wenn man, dann geht man her und klont sich das Ganze. Das kann man doch bestimmt auch noch lesen hier, oder? Ups, tja, dann genau. Dann hat man hier einen Ordner, in dem sozusagen Dateien drin liegen und im Wesentlichen liegt hier eine Config-Datei, die ich mit deploye und vor allen Dingen das Package-Build. Package-Build sieht so aus, so sehen alle Package-Builds von Arch Linux auch aus, auch die von den offiziellen Paketen sehen so aus. Und im Wesentlichen, was man da sagt, ist, man lädt sich, in dem Fall ist das ein Binary-Paket, das heißt, ich baue hier gar keine Sourcen, ich nehme direkt die fertig gebauten Binaries aus einem Release und sage halt, hätte ich gerne nach User bin geschoben und dann schiebe ich noch die Config-Datei nach /etc. Genau, dann gibt es noch einen zweiten Hook unten drunter, in dem Fall ein zweites Build, weil ich zwei Pakete gleichzeitig baue, die man dann unabhängig voneinander installieren kann. Aber im Wesentlichen, soweit man das jetzt bauen möchte, da gibt es einen Command, der heißt Make Package. Und den führt man dann einfach aus. Und das zieht sich das dann und am Ende wird das Ganze gebaut, paketiert. Und dann hat man hier am Ende einen ganzen Haufen an Tar-Files. Im Endeffekt ist das, was einen interessiert, das package.tar.zst. Das kann man dann theoretisch direkt mit Pacman installieren. Dracode IFI Manager 0.3. So, damit könnte man es jetzt installieren. Oder Make Package kann man auch direkt dazu instruieren mit minus SI. Oh, das sieht man jetzt gerade gar nicht. Make Package minus SI. Damit könnte man direkt bauen und installieren. So, das Problem dabei ist jetzt aber, wenn man jetzt irgendwie mehrere Rechner hat, dann muss man das auf allen Rechnern machen und dann muss man auf allen Rechnern das auch wieder manuell machen, wenn es Updates an diesen Paketen gibt und dann noch dazu muss man dran denken, dass es überhaupt Updates gibt. Heißt häufig genug, installiert man sich ein AOR-Paket und denkt da nicht wieder dran und irgendwann geht das kaputt, weil irgendeine Library, gegen die es gelinkt hat, dann geupdatet wird im Hintergrund und dann startet dein Dings nicht mehr und dann gehst du wieder her und fängst wieder von null an. Und auf einem Rechner ist das noch irgendwie in Ordnung, aber auf zwei oder drei Rechnern wird das dann ganz schnell nervig. Und ich wollte das nicht mehr, sondern ich habe mir gesagt,
ich möchte das anders machen. Und die Lösung dafür ist, man hostet sich ein eigenes Arch Packet Repository. Das ist auch eigentlich gar nicht so schwer im Endeffekt. Also ich habe hier jetzt eine kleine Kiste, da habe ich mich jetzt eingeloggt, habe ich ein User Package PKG, in den logge ich mich jetzt, oder habe ich jetzt drauf gewechselt. Und da gibt es jetzt hier ein Verzeichnis, das heißt, ein bisschen reinzoomen. Okay, Moment. Hallo. Hallo. Warum mag er das nicht jetzt hier? Dann nehme ich halt ein anderes Terminal. Nehme ich das GNOME-Terminal. Hast du einfach die Auflösung von deinem Screen an? Von meinem Screen? Ja. Welche Arbeitsoption ist einfacher? Ne, Moment. Du jetzt hier? Ah ja, so, Teddy ist glücklich. So, jetzt logge ich mich nochmal ein als der User und im Endeffekt gibt es hier jetzt ein Verzeichnis, das heißt x86-64 und da liegen jetzt im Endeffekt die Pakete drin. Da gibt es noch eine Datenbank, das ist im Prinzip auch ein Tar-File. Und wenn man das Ganze dann über HTTP quasi surft, mehr oder weniger, das kann man entweder über HTTP oder HTTPS machen, kann man einfach dieses Directory Listing über ein Nginx zum Beispiel hosten. Da habe ich auch eine ganz kleine Config für, /etc/nginx/config/package.conf. Im Wesentlichen steht dann nicht viel mehr drin als also einmal auf Port 80 mache ich einmal auf und redirecte auf 443 für SSL und dann gebe ich ihm noch hier SSL-Keys und dann sage ich ihm ja und das Slash surf einfach Slash das Directory und fertig. Mehr ist das gar nicht. Das heißt, jetzt müssen nur noch dort irgendwie diese Pakete reinkommen. Und dafür habe ich mir jetzt eine GitLab-CI zusammengebaut. Also was ich hier habe, ich hoffe, das kann man jetzt auch alles lesen, ja, sollte eigentlich gehen, ist im Prinzip ein Git-Repository, da habe ich AOR-Pakete per Submodul reingelegt. Also jeder dieser Ordner hier ist im Endeffekt ein Directory mit einem darunterliegenden Git-Verzeichnis auf dem AOR. Und wenn man da jetzt reinschaut, dann wird man da redirected, interessanterweise. Hallo? Warum? Interessant, warum er mich da jetzt redirected. Jedenfalls, wenn man das Ganze rekursiv klont, liegt in jedem davon ein Package-Build und dann kann man die theoretisch alle bauen. Und dann habe ich meiner CI im Prinzip gesagt, mach das hier automatisch. Das ist jetzt ein etwas größeres CI-Skript. Deswegen, das bedarf etwas mehr Erklärung, weil das inzwischen ein bisschen mehr tut, als nur durchgehen und bauen. Im Prinzip, der normale Build-Job sieht so hier aus. Ich hole mir einen Arch Linux-Container und installiere ein paar Abhängigkeiten da rein. Hier gibt es noch ein Import-Key-Skript, weil manche AOR-Pakete nicht öffentlich verfügbare Keys haben. Die lege ich dann sozusagen hier rein, um sie in meinen Keyring zu importieren. Und danach deklariere ich noch, dass dieses Git-Directory, in das ich hier bin, weil das ist in einem Container drin, also reingemountet in einem Container, da muss ich noch sagen, dass das in Ordnung ist, wenn man eine Git-Option ausführt, sonst macht er halt hier dieses Git-Submodule-Update nicht. Und danach habe ich mir im Prinzip einfach ein kleines Python-Utility geschrieben, das checkt, welche Pakete outdated sind. Weil wenn ich jedes Mal, wenn ich sozusagen irgendwie das durchlaufen lasse, alle Pakete durchbauen lasse und dann Pakete drin sind, die länger brauchen, dann braucht die CI quasi ewig. Das heißt, was dieses Python-Build-Update.py macht, das ist, das checkt sozusagen mit Pacman gegen das Repository, was ich schon habe, was da für Versionen drin liegen, checkt dann, was für Versionen die aktuellste gerade, oder welche Versionen vom Paket ich in meinem Ordner im Submodul liegen habe und wenn da sozusagen eine neuere Version da ist, dann baut er die durch, im Endeffekt macht make package
Und am Ende werden noch die package.h.zsts alle als Artefakte gesammelt. Und am Ende werden diese Artefakte auch direkt hier hochgeladen. Dann gibt es zwei Hochladejobs, weil ich einmal ein Packet, also einmal ein normales Repository und ein Testing-Repository gemacht habe. Aus extra Gründen. Das würde auch mit einem gehen. Genau. Das war so die erste Variante, beziehungsweise die erste Variante war noch, ich baue alle Pakete durch, das hat mir dann irgendwann zu lange gedauert. Das nächste, was ich dann gemacht habe, ist, jetzt kriege ich halt irgendwie nicht mit, wenn Updates stattfinden, sondern muss ich echt manuell hergehen und quasi das Submodul updaten, ein Commit auf dem Repository machen. Und ich dachte, das kann man bestimmt automatisieren und das geht auch. Und in dem Zuge habe ich das auch gemacht. Das ist dann hier das oben, dieser Update-Checker. GitLab kann sowas Schönes, das nennt sich Scheduled Pipelines. Das heißt, das sind Pipelines, die man zu einem gewissen Zeitpunkt ausführen kann. Und das passiert jetzt jeden Montagnacht, wird dieses tolle Skript hier ausgeführt. Und was das macht, ist, das nimmt sozusagen das Repository, setzt ein paar Optionen, damit es auch später pushen kann und guckt jetzt erstmal, was sind eigentlich alle Submodule und geht dann in jedes Submodul einzeln rein und guckt, ob es in dem Submodul Git-Updates gibt, indem es ein Git-Pull macht. Und wenn es neue Commits gibt, dann legt es einen neuen Commit an auf dem Hauptrepository und schickt mir im Endeffekt einen Pull-Request. Genau, das macht es im Endeffekt für jedes Submodul, sodass ich sozusagen jeden Montagmorgen erstmal, falls es Updates gab, für jedes Paket einen eigenen Merge-Request sehe. Das sieht dann auch hier aus. Hier gibt es ein paar geclosede Merge-Requests oder da gibt es auch noch einen offenen, den ich noch nicht gemerged habe, aber kann man jetzt zum Beispiel hier reingehen in Code-Translucent. Und da steht dann jetzt auch der Diff von dem Submodul drin, weil GitLab selber ist nicht in der Lage, das Diff von einem Git-Submodul im Diff-Tree anzuzeigen. Das hat diverse Gründe, das wollen die Entwickler auch nicht supporten, fair enough. Und das ist jetzt auch ein sehr kleines Diff, weil im Endeffekt das, was sich von Paket-Update zu Paket-Update ändert, ist eigentlich auch nur die Package, ist einmal diese Source.info, die eigentlich eher uninteressant ist, und der Package-Build. Ja, du hast eine Frage? Möchtest du die alle manuell? Ich gehe da schon auch manuell drüber, und weil ich sozusagen in dieses Diff manuell reinschaue, um zu gucken, dass da kein Blödsinn passiert ist. Aber ich habe auch eine Merge-Request-Pipeline, die sozusagen, wenn jetzt ein neuer Merge-Request aufgemacht wird, guckt, ob der Merge-Request baut. Das ist dann Teil 2 von dem Ganzen. Dass es dann wirklich auch nur das baut und überprüft, dass das auch funktioniert. Und ich sehe dann in der CI, hey, dieses Update, das wird gebaut. Und wenn ich das dann merge, dann wird das auch automatisch wieder in dem vorherigen Tree wird wieder durchgebaut und auch auf dem Paket-Repository gepublished. Genau. Das kennt man hier auch aus diesen ganzen AOR-Wrappern. Also es gibt, weil Leute nicht manuell Git-Repositories klonen und Paket installieren möchte, gibt es schon diverse Tools, die sozusagen so ähnlich wie der Paketmanager funktionieren, mit dem man sagen kann, hey, installier mir ein AOR-Paket. Aber was die alle machen, ist einem immer anzeigen, was für Diffs da sind, und dann muss man sich da immer stundenlang durchklicken. Damit man sich da halt keinen Scheiß installiert, aber meistens klickt man es dann halt nur ab, und so ist das jetzt halt schön in einen Merge-Request zusammengesteckt. Genau. Ja, und im Wesentlichen kann ich dann sozusagen auf gucken, sehe ich, kriege ich mit, erstens, ich kriege mit, dass Updates stattfinden, und zweitens kann ich überprüfen, ob die bauen, und wenn irgendwas schief geht, dann mache ich halt nochmal vielleicht einen Commit drauf. Was meistens kaputt geht, ist, dass sich ein Signing-Key geändert hat, und ich den in dem Import-Keys-Skript hier, das ich angelegt habe, importkeys.sh, dass ich da den Key mit hinzufügen muss, damit es dann quasi die CI durchläuft. Spotify ist da so der klassische Kandidat für. So, die ändern irgendwie ständig ihre Signing-Keys, und deswegen geht dann immer das Update schief. Und ja, voll das Sicherheitsfeature. So, das sieht dann, ich kann ja auch hier auch den Merge-Request auspacken dafür. Hier irgendwo, da ein Spotify-Update, und da siehst du dann der eine Commit, das ist der, der quasi automatisch erstellt wurde hier, und das ist dann der Commit, den ich dazu erstellt habe, der dann im Prinzip einfach nur hier den Key austauscht.
Und dann ist die CI glücklich und baut durch und dann kann ich mergen. Und sobald es gemerged ist, guckt er wieder, kriegt er mit, da ist ein neues Paket da und baut auch nur das eine Paket, weil ich ja sozusagen gecheckt habe, dass nur Pakete, die nicht schon im Repository sind oder halt älter, also wo das Repository ältere Versionen hat, nur die sozusagen durchgebaut werden. Genau. Ja. Und seitdem kriege ich regelmäßig Updates aus AOR-Paketen. Und ja, das GitLab CI-YAML hier ist, das sind sehr wilde Shell-Skripte, die ich Stückchen für Stückchen mir zusammengebastelt habe. Hier zum Beispiel tue ich die Diff-Daten in irgendwie in einen Post-Request rein, der am Ende an das GitLab gesendet wird, damit der Merge-Request erstellt wird. Ich habe ja noch versucht, die Reviewer-ID zu setzen, aber es hat noch nicht ganz funktioniert. Eigentlich sollte er mich auch automatisch als Reviewer assignen auf dem Merge-Request. Das hat irgendwie noch nicht so ganz funktioniert, aber dann wiederum, wenn ich weiß, dass die durchläuft, kann ich auch einfach reinschauen. Das kannst du wahrscheinlich noch offen mittels Code Owners dabei machen. Mit was? Code Owners. Code Owners? Schau dir mal Code Owners an, die legst du ins Wurzelverzeichnis und sagst mittels Wildcard, dass du Code Owner für alle Sachen bist, die da drin sind. Mhm. Dass jedes Mal, wenn ein Merge Request aufgemacht wird, wirst zwangsläufig du eingetragen. Ah, okay, das ist natürlich cool. Dann kann ich das machen. Dann kann ich die Zeile hier rausstreichen. Dann ist eine Zeile weniger Bashful von sehr vielen Zeilen. Was ich jetzt noch gar nicht gezeigt habe, ist hier unten das Teil, was denn hier ist, der Merge-Job. Sieht eigentlich sehr ähnlich aus wie der Build-Job, nur dass er halt, der muss halt auch gucken. Ich muss halt auch gucken, dass es funktioniert, wenn ein Paket hinzugefügt wird, das vorher noch nicht im Paket-Repository drin ist. Sozusagen, also wenn ich sozusagen ein neues Submodul anlege, was vorher nicht existiert hat, dann muss das auch funktionieren, deswegen ist das ein bisschen anders als das Build-Skript. Ja, genau, das checkt auch irgendwie, welche Submodule ein Update haben und baut die dann halt durch und genau, falls er keine findet, sagt er no packages were updated, nothing to do. Genau, und das wird halt nur auf Merge-Requests ausgeführt, das heißt, im Endeffekt die Pipeline hier oben, kreiert einen Merge-Request und triggert die Pipeline hier unten und ja. Genau. Alles sind glücklich. Weißt du, wenn es mehrere Pakete gibt, hast du aber alle Paket-Updates in einem Merge-Request? Nein, ich habe pro Paket einen Merge-Request. So, dass es auch schön übersichtlich ist. Genau. Deswegen, das ist auch hier oben in dem Skript mit dem Update-Checker relativ wild, weil ich sozusagen immer wieder hingehe und damit ich halt nur das eine, ich muss ja quasi einen Merge-Request für jedes Submodul einzeln erstellen. Das heißt aber sozusagen, ich gehe sozusagen in ein Submodul rein, pulle von die neuesten Updates und gehe dann wieder aus dem Submodul, also in das Directory wieder raus, sehe, mache einen Commit und dann resette ich das ganze Repository, um wieder sozusagen ein Submodul-Update zu machen, damit sozusagen wieder die ursprüngliche Version existiert, damit ich dann wieder ins nächste Submodul reingehen kann, um dort wieder Updates zu machen, weil sonst würde sich ja im Endeffekt, würde ich ja in jedem Merge-Request, der dazukommt, und wenn jetzt sozusagen sich auf einmal mehrere Pakete geändert hätten, hätte ich ja sonst die irgendwie aufbauend aufeinander und dann in jedem Merge-Request immer mehr Submodule, die irgendwie geupdatet wurden und ich will ja immer nur das eine. Deswegen ist das irgendwie relativ viel, ja, wieder Git Master Checkouten und Submodule resetten und dann wieder Rinse and Repeat. Mhm. Ist das normale Arch Package Repository oder auch das Arch User Repository am Ende auch einfach nur ein Git Repository mit wahrscheinlich Hunderttausenden oder Tausenden von? Das Arch User Repository ist ein ganz eigenes Biest. Wie ich kennengelernt habe, das Arch-User-Repository ist irgendwie ein Git-Repository tatsächlich, aber nicht mit Submodulen, sondern soweit ich weiß, ist jeder, also ist im Prinzip ein Git, ist ein Git-Tree im Arch-User-Repository Git ein einzelner Branch im Endeffekt. Das heißt, das sind alles ganz viele disjunkte Branches in einem riesigen Repository. Aber ja, genau. Kann man so machen. Die Arch-Leute wissen über dieses Problem. Die Arch-Leute wissen über das Problem. Das ist nur das Arch-User-Repository oder auch das normale? Das ist nur das Arch-User-Repository. Das Arch-User-Repository ist massiv. Okay.
Die Arch-Maintainer haben tatsächlich versucht, das mal in den GitLab zu importieren als einzelne Repositories, und das ist komplett gestorben bei der Menge an Paketen, die da drin ist. So, also also das ist eine paar Größenordnungen größer als so die klassischen Arch-Pakete. Wobei Arch inzwischen auch ein GitLab nutzt für ihre Main-Pakete. Ich weiß nur nicht, wie weit sie da mit ihrer CI sind, ob sie das schon, wie viel sie da automatisiert machen, aber genau. Da hätte jemand bei Kontos auf dem Job bitte aufpassen müssen, weil ich weiß, dass er da war. die haben das ja jetzt auch geklappt, und die haben die ersten Jobs, die da wirklich schon mal Packet-Field laufen, die CI, und die von dem GitLab von dem gepublished werden. Also sie sind dabei, das mit den ersten auszurollen, sie waren Ende Dezember dabei, es mit den ersten auszurollen. Ich würde erwarten, dass wir jetzt so Januar, Februar, langsam dahin kommen, wo sie die meisten ausgerollt haben bei GitLab. Ja, aber das ist auch nochmal ein bisschen anderes Biest, weil was ich hier mache, ist ich habe ja quasi fertige Package-Builds, die ich nur noch updaten muss. Die Arch-Maintainer, die müssen ja sozusagen ihre Package-Builds selber updaten. Also das muss ich ja in dem Sinne nicht machen. Ich muss ja nicht das Package-Build anfassen, es sei denn, irgendein Maintainer macht da irgendwie einen völligen Blödsinn rein. Aber im Großen und Ganzen ist das ja relativ straightforward. Ja. Gibt es einen bestimmten Grund, warum du dir wirklich jedes einzelne Update anschaust? Oder kannst du auch einfach stumpf sagen, deswegen hätte ich vorhin gefragt, alles, was ich bauen kann, prinzipiell, oder alles, was ich bauen kann, könnte ich prinzipiell auch automatisch merchen? Ja, also der Grund ist einfach, dass das ist ja ein user-maintainedes Repository, und es ist schon vorgekommen, ich weiß nicht, ob es im AOR war, aber in anderen Paket-Repositories, dass es ein malicious Paket-Update gab. Und das würdest du an der Stelle sehen. Sozusagen durch das Package-Build würdest du sehen, dass die irgendwas ändern, es sei denn, es wäre jetzt in der Software selber irgendein malicious Update. Aber wenn sozusagen jemand im Package-Build sozusagen irgendwelchen Blödsinn treibt, dann würdest du es sehen. Und deswegen schaue ich da einfach einmal drauf. Im Normalfall bei einem Update ist das, was sich ändern sollte, die Char-Sums von den runtergeladenen TARs oder halt vom Git-Repository oder halt der ausgecheckte Commit-Hash. Und halt vielleicht irgendwie ein Versionstag oder so etwas. So viel mehr sollte sich daran nicht ändern, es sei denn, die Software ändert sich fundamental. Aber ja, wenn da irgendwelche komischen Patches oder so das reinkommen würden, würde man das ja sehen. Weil ich ja wirklich jedes File, was sich in dem Submodul ändert, im Diff drinstehen habe. Also es ist auch nicht nur das Package-Build, was ich hier diffe, sondern ich mache ein komplettes Diff auf dem Git-Repository und pack das da rein. Ja? Vielleicht ist das Mergen dann halt auch ein Aufwand von 30 Sekunden. Du machst das Ding auf, ja. Ja, gut, okay, ich weiß nicht, wie oft da, also wenn ich, keine Ahnung, die Woche mir 30 Pakete anschauen müsste, hätte ich glaube ich immer. Naja, so viele sind es nicht, aber. Und ich könnte auch das Intervall anpassen. Also das läuft jetzt noch nicht so furchtbar lange. Es sind ja auch nicht so furchtbar viele Pakete, aber ich nehme mich an, dass jetzt jede Woche da in jedem Paket ein Update ist. Wie gehst du mit Target-Plattform-Thematik um? Also eigene Pakete machen ja so Witze wie ein GCC mit O3 aufrufen. Ähnliches, also Optimierung. Hat ein Build-Server zwangsweise mindestens ein Subset von den Features, die die Zielplattform haben? Oder? Also ich meine, in dem Fall ist das hier nur x86. Das, generell die Arch-Pakete sind nicht darauf aus... Ja, aber AVX ohne, da hast du ja auch, es gibt ja nicht das x86. Also ich nehme einfach das, was in dem Paket drin steht, in dem Sinne. Also ich passe da nicht groß was an. Hast du das auch ganz getroffen, was so gebaut war, dass es auf der Zielplattform auch kombinieren muss, weil sonst kriegst du ein Problem? Nee, bis jetzt noch nicht. Also das war bei dem einen Paket, baue ich mit Musl. Aber das ist ein Paket, das ich ja selber maintaine. Ja. Da habe ich einfach Musl-Binaries, die ich quasi direkt ins Paket rein tue. In dem Fall der Arch-Container, den ich da nutze, der ist sozusagen auf dem aktuellsten Stand von Arch Linux selber. Das heißt, da baue ich gegen die neuesten. Muss mal gucken, was passiert, wenn sozusagen tatsächlich mal irgendwie ein Paket da drin landet, das dann einfach nur gerebuildet werden muss, weil sozusagen eine neuere Version von Sublibrary sozusagen existiert und das Linking fehlschlägt. Den Fall hatte ich bis jetzt noch nicht, aber könnte man potenziell abdecken, indem man dann sagt, okay, irgendwie ein Force Rebuild und Force Publish einführen. TensorFlow wäre versucht, wer.
Ach so, ja, nee, das war bis jetzt nicht Zielsetzung. Das ist auch ein bisschen, wir haben ein paar Arch-basierte Systeme auf der Arbeit und die kann ich sozusagen so mit Paket-Updates versorgen und kann Leuten sagen, hey, benutzt das AOR nicht, wenn ihr ein Paket aus dem AOR braucht, dann tue ich das Paketieren. Dann hat man damit weniger Probleme. Genau. Ja. Wenn es sonst keine weiteren Fragen gibt, dann erkläre ich diese coachische Viertelstunde für beendet.